Am vergangenen Freitag erhielten die Zwickauer Feuerwehren 4 neue Mannschaftstransport- und 2 Einsatzwagen. Insgesamt wurden fast 600.000 Euro auf diese Weise für die Ausrüstung der Feuerwehren und für die Sicherheit in der Automobil- und Robert-Schumann-Stadt investiert. Da war die Freude groß bei den Kameraden, denn einige der alten Fahrzeuge waren schon recht in die Jahre gekommen. Liebe Kameraden, liebe Kollegen, ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute am 8. April zur Fahrzeugübergabe. 4 Mannschaftstransportwagen, 2 ELW. Es hat lange gedauert, bis die Fahrzeuge da waren. Da kann man dann schon fast sagen, was lange währt, wird gut. Jetzt ist es endlich soweit und wir können das heute endlich vollziehen, sodass wir halt zum einen, was die Führungsunterstützung angeht für die Berufsfeuerwehr, hier einen großen Schritt nach vorn machen können und natürlich auch für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, ja, doch die Situation, was den Mannschaftstransport, was den Nachschub und so weiter angeht, ja auch eine große Verbesserung erzielen können. Es kommt leider nicht so häufig vor, dass wir neue Feuerwehrtechnik in dem Umfang in Empfang nehmen können. Fördermittel, es werden immer hart erkämpft, auch durch unsere Landtagsabgeordnete hier, Frau Nikolaus. Aber wir könnten natürlich immer viel mehr haben. Ich weiß, die Wunschliste ist noch lang und wir haben noch viele Aufgaben, die wir hier erfüllen müssen. Aber heute, glaube ich, bin ich einfach froh, dass wir diesen Schritt erreicht haben. Bei allen Besuchen in den Freiwilligen Feuerwehren wird mir das regelmäßig wiedergespiegelt. Auch durch Herrn Eichhorn von Seiten der Berufsfeuerwehr, dass natürlich immer noch Bedarf besteht für Ausrüstungsgegenstände, Schutzkleidung und natürlich auch die große Technik. Und deshalb einfach heute mal ein schöner Tag, auch wenn es draußen regnet. Aber die sind ja wasserfest, Entschuldigung, feuerfest hoffentlich sind sie nicht, aber sie sind wasserfest und insofern, wir stehen trocken. Ja, das ist immer ein schöner Augenblick, wenn Fahrzeuge durch Stimmung übergeben werden können. Das ist alles nicht selbstverständlich. Hier muss man sagen, einen großen Dank an die Stadt Zwickau, Konstanze, an dich, an deinen Stadtrat, weil erhebliche Mittel aufgewendet worden sind. Nach den einleitenden Worten von Amtsleiter Nils Eichhorn, den Großworten von Zwickaus Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt und der Landtagsabgeordneten Kerstin Nikolaus wurden dann die Fahrzeugschlüssel an die Verantwortlichen der einzelnen Wehren übergeben. Wozu dienen die Fahrzeuge im Detail? Also wir haben übergeben 2 Einsatzleitwagen für die Berufsfeuerwehr. Die sind quasi zur Führungsunterstützung da für die Einsätze, die die Berufsfeuerwehr fährt. Natürlich für die gesamte Feuerwehr in der Stadt Zwickau. Weiterhin haben wir übergeben 4 Mannschaftstransportwagen für die Freiwilligen Feuerwehren Zwickau, Pöhlau, Zwickau Mitte, Zwickau Mariental und Zwickau Oberrodenbach. Die 4 Fahrzeuge gehen zu den Freiwilligen Feuerwehren. Und dann haben wir noch einen Anhänger, der geht nach Schneppentorf zur Freiwilligen Feuerwehr. Gesamtkosten in etwa? So etwas über 600.000 Euro. Mhm. Für den Einsatzleitwagen gab es noch Fördermittel, einen für einen Einsatzleitwagen von 62.000 Euro. Ist jetzt der Bedarf gedeckt oder ist immer noch Luft nach oben? Es ist noch Luft nach oben. Also wir beschaffen ja kontinuierlich Fahrzeuge jetzt. Ne? Und wir haben schon wieder was in der Pipeline. Also das nächste Fahrzeug, was jetzt noch beauftragt ist, ist ein Tanklöschfahrzeug 4000. Die Schlüssel waren übergeben, die Fotos gemacht, blieb nur noch ein Signaltest. Auch das funktionierte tadellos, aber dann währte die Freude nur kurz. Mit dem Ende des offiziellen Teils kam auch schon ein Einsatz. Keine Zeit zum Feiern, vorerst.